Moin Moin, Miro hier. Ich habe für euch ein Video geplant, in dem ich nochmal verschiedene Möglichkeiten, Geld mit YouTube zu verdienen, zeige. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht und auch meine Meinung dazu gesagt. Und jetzt möchte ich einfach mal zwei Möglichkeiten zeigen, mit denen man wirklich niemandem wehtut und die bringen für sich alleine nicht besonders viel, aber zusammen kann man dann schon mal ab und zu eine Kleinigkeit in seinen Kanal damit investieren. Ja, fangen wir mal an mit AdSense. Übrigens über die Ecosia-Suche pflanzt ihr Bäume mit euren Sucheingaben, also eine ganz coole Sache. Benutze ich also ganz gerne. Gehen wir auf AdSense, dann registriert ihr euch oder ihr meldet euch mit einem Konto an von Google, das ihr schon habt. Gebt da eure Zahlungssachen ein, also Kontodaten, und dann könnt ihr das Ganze mit YouTube verknüpfen. Wie das jetzt hier alles genau funktioniert, darauf gehe ich nicht ein, denn dann wird das Video viel zu lang. Stattdessen gehen wir jetzt zu YouTube und schauen uns mal an, wie es da funktioniert. Ja, und zuerst gehen wir hier bei YouTube nach dem Einloggen natürlich auf eure Kanalfunktion. Das geht über das Bildchen hier oben und dann auf das Creators Studio. Ja, und dann auf Status und Funktion einmal kurz schauen, ob alles in Ordnung ist bei euch, und dann geht ihr auf den Punkt Monetarisierung. Und in meinem Fall ist es natürlich schon aktiviert. Wenn ihr es noch nicht aktiviert habt, könnt ihr das hier tun. Und dann auch euer AdSense-Konto, das ihr eben aufgemacht habt, mit dem YouTube-Konto verknüpfen. So, bevor wir hier weitermachen, gehe ich aber erst einmal auf eine zweite Möglichkeit ein, Geld mit YouTube zu verdienen. Und das sind die Amazon Affiliate Links. Ja, also was ist das? Amazon Affiliate Links, das sind Links in der Videobeschreibung oder auch an anderen Orten, mit denen könnt ihr zu bestimmten Produkten auf Amazon verlinken und ihr bekommt dann eine kleine Umsatzbeteiligung von Amazon. Das sind zwischen, ich glaube, 2 und 10%. Das funktioniert einfach, indem ihr nach Amazon Partnernetz sucht, auf Google oder Ecosia oder was auch immer, und euch dann hier anmeldet. Das könnt ihr mit eurem Amazon-Konto machen, falls ihr schon eins habt, oder ihr macht euch ein neues Konto auf. Und dann meldet ihr euch auch da an, gebt eure ganzen Kontodaten ein und so weiter und so fort. Ja, und wenn ihr euch dann bei Amazon Partnernet angemeldet habt, dann habt ihr eine Tracking-ID bekommen, in meinem Fall ist das diese hier, und ihr könnt jetzt einfach Links erstellen. Wie funktioniert das? Ihr gebt einfach hier in der Suche, das geht über Partnerlinks, erstellen auf Produktlinks, ein Produkt ein, sagen wir mal zum Beispiel ein Mora-Messer. Und darauf verlinkt ihr dann. Das sieht erstmal so aus, aber ich würde das Ganze dann über amazon.to kürzen. Das ist ein Weiterleitungsdienst von Amazon selbst. Einmal kopieren und dann könnt ihr den Link irgendwo einfügen. Ich rufe den jetzt nicht auf, denn man darf selbst natürlich nicht über seine eigenen Links einkaufen. So, jetzt habt ihr den Link und ihr bekommt jetzt wahrscheinlich so um die 5%, falls jemand das kauft. Das Tolle an Amazon ist aber, dass ihr nicht nur dann eine Beteiligung bekauft, wenn jemand jetzt dieses Mora-Messer kauft, sondern auch, wenn diese Person irgendein anderes Produkt über Amazon bestellt, nachdem euer Link aufgerufen wurde. Und zwar in einem Zeitfenster von 24 Stunden und vollkommen beliebige Artikel. Das heißt, sagen wir mal, jemand hat euren Mora-Messer-Link angeklickt, so, und danach hat er einen Mähdrescher gekauft, ein Spielzeugmähdrescher, so, dann bekommt ihr jetzt 5% oder was auch immer hier in dieser Produktlinie eben die Umsatzbeteiligung ist, von dem Einkaufspreis, und das unabhängig davon, ob auch das Mora-Messer gekauft wurde oder nicht. Dafür müssen wir aber die Links natürlich erst einmal irgendwo einfügen. Und dafür gehen wir wieder zurück auf die Monetarisierung, zu den Standardeinstellungen für Uploads, und mein Vorschlag wäre, packt doch die Links einfach in eure Videobeschreibung.
sucht euch ein paar Artikel raus, die euren eure Abonnenten interessieren würden. In meinem Fall ist das ja, solches Zeug. Auch das Mora-Messer habe ich verlinkt. Und wichtig ist, dass ihr kennzeichnet, dass es sich um sogenannte Affiliate-Links handelt. Also, dass ihr damit ein bisschen Geld verdient und ihr erklärt einfach, wie das Ganze funktioniert. So. Wenn ihr das in diesen Standardeinstellungen für Uploads macht, dann kommt diese Videobeschreibung in jedes Video, das ihr in Zukunft hochlädt. Ich mache das dann immer so, wenn ich das Video hochlade, erscheint das so und dann gebe ich meinen eigentlichen Beschreibungstext ein. Und auf die Art und Weise habe ich immer die Links schon drin und kann einfach loslegen. Ihr könnt natürlich die Links auch in einem Kommentar oder so schreiben, aber bitte spamt nicht irgendwelche andere Kanäle mit ihren Videos zu. Erstens landet das dann eh im Spam und ja, das ist auch echt nicht nett. Ja, eine noch komfortablere Möglichkeit, diese Links zu erstellen, ist, indem ihr einfach auf die normale Amazon-Seite geht, euch mit eurem Konto einloggt und irgendeinen Artikel aufruft, sagen wir mal wieder Mähdrescher. So. Denn der ist so toll, ich bin kein Mähdrescher-Fan übrigens, den wollt ihr jetzt verlinken in euren Videos, passt vielleicht auch gut zu eurem Kanal und ihr könnt hier dieses Sidestripe bei PartnerNet in den Einstellungen aktivieren. Ich glaube, es ist sogar standardmäßig der Fall. Als YouTuber braucht ihr natürlich nur den Textlink und bumm, schon habt ihr den Link. Kopieren, in eure Videobeschreibung packen und fertig. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, wenn ihr ein Review über irgendwas macht oder ein bestimmtes Produkt in eurem Video vorkommt, dann könnt ihr das auf Amazon suchen und dann gleich verlinken. Die Links sind jetzt quasi für immer gültig. Das muss man also nicht immer wieder erneuern. Wichtig ist aber, dass wenn jemand dann über euren Link eingekauft hat, dauert es ziemlich lange, bis ihr das Geld dann auch eurem Guthaben auf PartnerNet quasi gut geschrieben bekommt. Das liegt daran, dass Amazon ja ziemlich lange Rückgaberecht Rückgaberechtszeitraum hat und dementsprechend erst nach einem Monat wird das Geld auf euer Konto gut geschrieben. Wohlgemerkt auf das Konto, das ihr bei Amazon PartnerNet habt. Wenn ihr die Auszahlungsgrenze dann erreicht habt, das sind 25 Euro, dann bekommt ihr das Geld überwiesen auf euer Konto und das dauert dann auch nochmal 2-3 Wochen. Und genauso ist es auch bei YouTube mit den AdSense, also mit den Werbeeinnahmen. Da können wir jetzt nämlich auch nochmal schnell drauf eingehen. Die aktiviert ihr auch für alle eure zukünftigen Videos, nämlich über die Standardeinstellung für Uploads. Und zwar hier unten. Häkchen ran bei mit Anzeigen monetarisieren. Dann aktiviert ihr alle Anzeigenformate, die ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, die alle zu aktivieren. Das sind diese kleinen Text-Pop-ups. Das hier sind diese kleinen Videos, die man nach 5 Sekunden überspringen kann oder manchmal auch für 15 Sekunden. Und neuerdings gibt es auch Infokarten, die werden auch auf Handys und Tablets angezeigt. Deshalb ist es wirklich empfehlenswert. Genau, und ich habe hier noch einen Haken bei automatische Mid-Roll-Anzeigen. Das heißt, wenn ein Video lang genug ist, dann kommt in der Mitte des Videos auch noch mal eine Anzeige. Ja, das war's im Prinzip. Viel mehr gibt es nicht zu beachten. Wenn ihr eure Videos, die ihr schon hochgeladen habt, monetarisieren wollt, zum Beispiel, weil eins der Videos sehr gut über die YouTube-Suche gefunden wurde, dann könnt ihr das entweder über das Video selbst in der Bearbeiten-Funktion machen. Da gibt es den Unterpunkt Monetarisierung. Hier den Haken setzen und so weiter und so fort. Oder ihr setzt hier Haken vor allen Videos, die ihr monetarisieren wollt, geht auf Aktion, Monetarisieren und dann könnt ihr für alle Videos, die ihr hier markiert habt, auf die Art und Weise das einstellen. Das geht übrigens auch für alle Videos, die ihr jemals hochgeladen habt, beziehungsweise, ja genau, mit dieser Funktion geht das dann. Was ihr beachten müsst, ihr dürft natürlich nur dann ein Video monetarisieren, wenn ihr auch alle Rechte an dem Video habt. Also ein Video von einem anderen Kanal runterladen oder aus einer anderen Quelle und auf eurem Kanal hochladen und dann Werbung drauf schalten ist nicht und solche Verstöße werden auch von YouTube geahndet. Genauso auch, wenn ihr
copyright-geschütztes Material in euren eigenen Videos einbildet. Also irgendwelche Fotos, Videos, Musik, müsst ihr immer darauf achten, dass ihr auch Rechte daran habt. Alles klar, das ist alles, was mir jetzt schnell mal für Amazon Affiliate und AdSense einfällt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht und ja, es kann ja jeder selber entscheiden, ob Videos auf dem eigenen Kanal mit Werbung versehen werden sollen oder nicht. Und ich finde auf jeden Fall aber, dass das eine Möglichkeit ist, seinem Hobby dann doch noch immer mal wieder ein paar Euro ja, gut zu schreiben sozusagen, ohne dass es irgendjemandem wirklich wehtut. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden.